So, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserem Police Officer Simulator. Wir sind wieder am Start und ich werde euch das kurz mal anmerken. Dieses Spiel wird, insofern wir so lange brauchen, nur noch bis zum 4.4. gehen. Also 4.4. wird die letzte Folge kommen. Hat folgende Gründe. Ich brauche den Platz für Harry Potter, also für das Hogwarts Legacy, dass ich, ja, ich weiß, viele Leute können es jetzt schon spielen und ich lasse auch viele YouTuber machen. Ich spiele nur die, ich habe die PS4 noch. Wie gesagt, es wird am Ende Mai, grobe Richtung, wird es bei uns die PS5 geben. Dann werden wir auch da anfangen aufzunehmen und ich hoffe, dass ich vielleicht bis zum Ende des Jahres mein PC soweit habe, dass ich vielleicht auch mal wieder am PC vielleicht mal irgendwas aufnehmen kann mit OBS und EC. Ich brauche noch einen Bildschirm, ich möchte mir mal ein vernünftiges Mikro holen und. Aber das erstmal zu Zukunftsplan. Wie gesagt, im Mai wird es erstmal die PS5 geben und vielleicht für Ende des Jahres. Und ich will auch, ich fahre im Juli zum Beispiel auch weg. Gut, da sind die Tickets schon bezahlt. Und ich will im August mal auch wieder in die Schweiz Adi und Rebi besuchen. Also Freunde von mir besuchen. Ja, die beiden haben übrigens auch einen YouTube-Kanal, die sind natürlich unter dieser Folge verlinkt. Könnt ihr auch mal reinschauen. Und ich glaube, die Annie, die spielt sogar dieses hier. Das Spiel hier. Ich habe es durch sie tatsächlich auch gefunden, weil ich bin absoluter Simulator-Fan. Aber wie gesagt, ich werde bis zum 4.4. nur spielen, maximal. Und dann wird halt dieser Speicherplatz freigegeben. Gut. Oder dieser Videoslot freigegeben. So rum ist es richtig. Also FIFA wird weiterhin dazu wird bleiben. Wie auch Assassin's Creed. Aber wie gesagt, dann der Simulator wird erstmal eingestellt. Also ich weiß nicht, ob wir den Kammechanik-Simulator noch weiterspielen. Weiß ich nicht. Na gut, egal. Wie dem auch sei, wir machen heute weiter. Erstmal mit einer Fahrzeugstreife in Beaufort Landing. Los geht's. Schauen wir mal. So, Schreibtisch verlassen. Wir sind wieder am Start mit unserem Freund Frank Miller. So, Wir hatten in den letzten Tagen reichlich Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Alles klar. Also heute dürfen wir wieder Fahrzeuge mit. Warte, was haben wir heute? Heute ist Montag. No Parking Monday. Okay. Warte mal. Ist das denn? Ist das Kennzeichen abgelaufen? Ich sehe das nämlich richtig so. Ja, das scheint mal abgelaufen. Also, ich nehme es raus. Strafe wegen Falschparken, abgelaufenes Kennzeichen. So. Du darfst ja offiziell gar nicht mehr fahren, ne? Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. So, die nehmen wir mal mit, die Karre. Gucken wir mal hier drauf. Er hat nicht gemacht, alles klar. Ich habe jetzt kein Auto, ich kann jetzt nichts irgendwie groß kontrollieren. Ich muss jetzt so gucken, dass ich hier ein bisschen zu Fuß unterwegs bin. Speedlimit 35. Aber da vorne sehen meine Augen doch schon wieder irgendwas. Da vorne steht nämlich das Auto ein bisschen zu weit auf dem Bürgersteig. Zu schnell. Aber der beide dahinter, ne? Der andere sah nur sowas. Naja, gehen wir erstmal das Auto daran. Damit wir das haben. Erwischt. So, was haben wir denn hier? Die ist offiziell noch gültig, aber du stehst ein bisschen wegen Position und Ausrichtung. Du stehst ein bisschen zu weit auf dem Bürgersteig. Der Weiße kam mir, oder einer von denen auf jeden Fall, aber ich glaube, der ist schon wieder weg. Oh, das war keine Absicht. Jetzt klappt. Du stehst aber richtig beschissen hier, oder? Position und Ausrichtung. Besondere Haltezone.
Da kann ich nichts machen, ne? Das ist ein Behindertenparkplatz sogar. Er steht halt ein bisschen. Er steht halt gefühlt. Wie geht es Ihnen, Officer? Moin! Ich bin mir bei der Karre nicht sicher. Hallo, Bürger! So. Im Zweifel hat er Glück gehabt. Gefühl steht da in der falschen Zone, aber naja, ist halt so. So, gucken wir mal nach. Grün. Du stehst auf jeden Fall auf der Linkszone, beziehungsweise auf dem Bürgersteig. Nächste Knolle. Taxistand. Guck mal, wir haben direkt drei Autos, die hier vorne stehen. Fangen wir mit dem hier an. Strafe wegen Falschparken, besondere Haltezone ist eine Taxihaltezone. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschlepper wurde bereits an Ihren Standort geschickt. So, du auch? Wir haben heute Donnerstag, wir dürfen. Und kriegst noch eine Knolle hinterher. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort so, schicken? So, Strafe wegen Falschparken. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Falsche Richtung. So, offiziell darfst du hier parken, aber die zwei Autos müssen weg. Weil die in der Taxizone parken. Deswegen entfernen wir sie mal kurz. Nicht das Auto. Wollte gerade sagen, der blaue, bitte. So, gucken wir uns die anderen hier mal an. Heute machen wir nur... warte mal, falsche Ausrichtung, was ist denn Ausrichtung? Für den Bürgersteig kriegst du nur eine Knolle. Ist auch okay, darf er ja. Also da, er darf da hier parken, so um es richtig. Ist okay, ist okay. Ist okay. Ist das ein Behindertenparkplatz, ne? Du bist aber kein Auto, was Behinderten ist. Also darfst du hier raus, müsst du hier abgeschleppt werden. Weil offiziell darf er nicht hier parken. Also, geht der hier raus. Einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. So, der darf hier nicht, weil die Packung abgelaufen ist. Warte mal. Super. Ach, rot. Kriegst du noch eine Knolle? Okay, du darfst hier. Ja, theoretisch. Warum immer, weil der auch nicht die 5 Meter mit der Porte packt, das ist eh wurscht. So, auch okay. Ja, schauen wir, machen wir heute nur, nur mal eben. Ein bisschen Kontrolle. Ist okay. Lassen wir hier nicht parken. Towzone. Okay. Die darf, Towzone ist Ladezone. Das heißt, sie darf hier nicht parken. Okay, hier ist okay. Und du stehst schon wieder falsch auf der. Du stehst schon wieder falsch auf der Position. Ausrichtung auf dem Bürgersteig. Kriegst du Knolle. So, gucken wir uns mal die Jungs immer auf der anderen Seite an. Das sind die zwei vielleicht böse, böse Jungs treffen. Was haben wir hier? Okay. Jetzt ist ein bisschen weit auf dem Dings drauf, ne? Strafe wegen Falschparken. Position Ausrichtung. Zweite Fahrbahn. Ich
So. Das wollte ich eigentlich geguckt haben, ob das wirklich ist, zum Beispiel in einem eine Gabelstapler mal ein Knöllchen zu verpassen und du packst auf dem Dingsweg, auf dem Bürgersteig. Jo! Jo, was geht ab? Entschuldigung, ich wollte dich eigentlich nur grüßen. Hi! Hallo! So, das. Okay. Omel. Omel, Omel. Hallo, entschuldigen Sie. Müll wegwerfen ist nicht. So, stopp, mein Freund. Verstoß bestrafen wegen Umweltverschmutzung. Ich belange Sie wegen Umweltverschmutzung. Das macht $25. Sie vermiesen mir den Tag. Jetzt wird eine Dose nicht weggeworfen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So, tschüss. So, nächste. Ist auch scheiße hier, ne? Ich muss zugeben, ich kontrolliere nicht mal die Kennzeichen. Eigentlich müsste ich es auch kontrollieren. Die meisten laufen 23 aus. So, was hast du hier? Okay, Valid, du hast auf jeden Fall bist du. Ja, da war ja. Alles gut. Kollege ist wieder unterwegs. Der komische Transporter hier vorne, ne? Der darf eigentlich nicht da stehen. Der kriegt eine Knolle wegen Parken auf dem Bürgersteig. Ach, der darf da parken, okay. Wir haben die Dings abgezogen bekommen. Spiel ist 5. Da waren theoretisch. Okay. Alles gut. Mal da vorne die Jungs. Vielleicht habe ich schon mal hier noch den einen oder anderen. Kennzeichen abgelaufen, oder? Da ist auch einer. Strafe im Falschparken, aber jedenfalls abgelaufenes Kennzeichen. Die wird hier weg sein. Ich habe das schon mitbekommen. Hier, bitte, Officer. Hallo. Ist okay. Ebenfalls abgelaufenes Kennzeichen. Das ist nur eine Knolle. Und der Kollege da vorne steht ein bisschen weit auf dem Dings drauf. Den war mit. So, jetzt gucke ich mir das graue Auto da vorne nochmal an und dann geht es da vorne in die Schlange. Ist aber okay.
24, ja. Gut. Halt, stopp! Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. Das ist mein Problem. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So, vielleicht der Fußgänger nochmal kurz sanktioniert. Schauen wir, alles okay. Nehmen wir den noch mal mit. Wir sind fast durch mit der Schicht jetzt. Das ist eine Einbahnstraße, ne? Ja. Gut. Feierabend für heute. Ihre Schicht ist um, Officer. Okay. Hier bin ich. Wer hat gerade Abfall weggeworfen? Was sind hier? Keiner. Alles klar. Gut. Machen wir Feierabend für heute. Wir sind hier und da unten ist die Wache. Ich bin ja eh zu Fuß unterwegs. Hey, Officer. Hallo. Hast du nur gegrüßt, oder? Hallo zurück. Können Sie mir bitte weiterhelfen, Officer? Kann ich machen. Hallo, Officer. Ich möchte gerne zum Motel. Wissen Sie, wo das ist? Ja. Ich zeige Ihnen den nächsten Standort auf der Karte. Warte mal. Irgendein Motel wieder halten, ne? Partner war riesiger Kopf. Ames Bakery. Brick and Mortar. Wache. Giro. Nächstgelegenen Standort vom Motel. Die Frage ist, wo kenne ich das Motel? Ich glaube, ich habe gar kein Motel. Zumindest noch nicht entdeckt. Oder ist das hier? Bar, Restaurant, Einkaufsinfrastruktur. Infrastruktur wahrscheinlich. Habe ich aber noch gar nicht alles. Kann ich gerade nicht machen. Keine Ahnung. Also ich müsste ja gucken, Infrastruktur. Das wäre ja wahrscheinlich was. Kultur. Akzeptieren. Aha. Da bräuchte ich ja ein Taxi. Trotzdem danke, Officer. Jo. Sorry. Aber ich muss jetzt sowieso mal gucken, dass ich hier mal einen Punkt finde, wo ich hin muss. Ich muss ja quasi jetzt zur Wache erstmal zurück. Idealfall immer gegen Straßenschild laufen. Ja, dann müssen wir da lang, ne?
So, wir werden wie der Sehenswürdigkeit in der Chiro. Ja gut, ich muss die ganzen Sehenswürdigkeiten, müsste man eigentlich Chiro mal abklappern, ne? Aber ich weiß jetzt echt nicht, wo das Hotel, wo das Motel ist. So. Ich habe mein Ziel erreicht, ja. Wo ist mein PC? Hier hinten. Gut, jetzt mal sehen. Beenden wir unsere Schicht für heute. Minus 5, minus 5, minus 5. Was? Bist du? Ja, wir müssen halt Melting Pot, ja. Gut, okay. Was hab ich denn da falsch gemacht? Immer wieder. Was ist Taxi? Ja, Strafzettel für Park- und Halt-Taxi haltest du, oder darfst du nicht? Das sind die scheiß Taxis, ne? Aber ich hab die angerufen, ja. Mein Gott. Selber schuld. Da oben ist minus 5, da ist noch was. Park auf dem Bordstein, nett und? Ist mir egal. Egal, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der nächsten, hoffentlich interessanten Schicht.